Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Adrian Forster. Adrian Forster ist Chefarzt Rheumatologie und muskuloskeletale Rehabilitation an der Zürcher Schultes-Klinik. Er ist spezialisiert auf rheumatoide Arthritis, Spondyloarthritiden, Kollagenosen mit Kapillaroskopie, Vaskulitiden, Kristallarthropathien, Osteoporosen und interventionelle Schmerztherapie. Er ist Lehrbeauftragter an der ZHAW Winterthur und Fachexperte bei verschiedenen medizinischen Publikationen. Adrian Forster, was ist eigentlich Rheuma? Also Rheuma ist im Wesentlichen ein Sammeltopf von Erkrankungen, die am Bewegungsapparat von Menschen sich abspielen. Und man kann sagen, dass es gibt über 200 verschiedene Rheuma-Erkrankungen. Wenn man das so ein bisschen gliedert, dann denke ich, macht Sinn. Also, wenn man mal anfängt mit den Gelenkerkrankungen, das ist wahrscheinlich das häufigste. Arthrose ist, was uns am meisten beschäftigt. Aber es kann auch um Gelenkentzündungen gehen. Da wären dann Arthritiden. Wir haben es aber auch zu tun mit dem Knochen. Dort ist die bekannteste Erkrankung die Demineralisation, nicht die Osteoporose. Und wir haben es aber auch mit der Muskulatur zu tun. Dort sind so die weichteilrheumatischen Probleme das häufigste, eine Überempfindlichkeit von der betroffenen Muskulatur, wo sich Schmerzen auf den ganzen Körper ausbreiten kann. Aber auch Überlastungsphänomene bis hin dann auch zu Muskelentzündungen oder Muskeldegenerationen, die dann mit Schwäche zu tun haben. Welche Formen von Rheuma sehen Sie denn in Ihrer Praxis am meisten? Ja, also Die meisten Erkrankungen, mit denen wir uns beschäftigen, sind ja degenerative Erkrankungen. Also allem voran die Arthrosen und auch die Osteoporose. Und dort muss ich immer sagen, wir werden halt einfach älter, wie das die Evolution einmal vorgesehen hat. Der Mensch ist einmal geplant worden, um etwa sagen wir, 50 werden, das ist auch bis ins vorletzte Jahrhundert, ist das gang und gäbe, da man nicht sehr viel älter geworden ist. Da ist man von diesen Sachen verschont worden. Und heute werden wir halt 80, 90, oder ich habe gestern einen 100-Jährigen in meiner Sprechstunde gehabt. Und da machen einfach gewisse Organe dann nicht mehr mit. Das Hirn ist gut bekannt, oder? Und ich glaube, die anderen grossen Krankheitsgruppen, das sind die gelenkigsten Bewegungsapparate, die dann halt oft nicht mehr mitmacht. Also, es hat damit zu tun, dass wir eigentlich über unser Verfalldatum leben. Da kommen riesige Herausforderungen auf uns zu. Und ich glaube, die Herausforderungen haben vor allem damit mit unseren Ansprüchen haben die jetzt zu tun. Also ich habe noch und noch Patienten, die in den 80ern zu mir kommen und halt einfach gestört sind, wie es beim Skifahren und beim Surfen und anderen anspruchsvollen Sportarten schwierig wird. Und also wenn man so Leute fit behalten will, muss man halt dann etwas investieren. Ich meine aber, dass die Medizin sehr viel bieten kann und eben gerade auch die Rheumatologie, um bei diesen Leuten die entsprechenden Bewegungsapparatorgane fit zu halten. Fast 2% der erwachsenen Bevölkerung leidet an entzündlichen rheumatischen Beschwerden. Und, Sie haben es bereits gesagt, über 400 Erkrankungen werden mittlerweile dem Überbegriff Rheuma zugeordnet. Ein Teil ist auf Abnutzung zurückzuführen, der andere Teil ist genetisch bedingt. Kann man dann Rheuma früh erkennen? Also die Osteoporose ist ein gutes Beispiel, wo ja häufiger Frauen wie Männer betroffen sind. Wenn wir jetzt hier schon wissen, dass zum Beispiel die Eltern Osteoporose hatten, osteoporotische Brüche erlitten haben, wenn wir wissen, dass zum Beispiel Cortisonbehandlungen stattgefunden haben oder dass andere Belastungen da gewesen sind, wie viel Rauchen oder eine schlechte Ernährung, dann würden wir bei so Personen eine Knochendichte-Messung machen, schon in jüngerem Alter. Und wenn wir sehen, ja, da lässt die Knochenmineralisation nach,
bestehen heute Möglichkeiten, mit zum Beispiel Medikamenten zu intervenieren, damit man die Mineralsubstanz behalten kann oder idealerweise sogar wieder aufbauen kann. Rheuma ist doch aber nicht nur eine Frage vom Alter. Ich meinte, es gäbe auch immer mehr junge Betroffene. Ja, also ich habe jetzt einmal die grösste Gruppe angesprochen, da ist Degeneration, eben von zum Beispiel Gelenken, das ist das häufigste. Dann gibt es seltenere Erkrankungen, das sind die entzündlichen Rheuma-Erkrankungen. Und da haben wir Betroffene, die schon im Kindesalter das losgehen kann, einfach Entzündungen von verschiedensten Gelenken. Das kann sehr heftig sein, das kann schon rasch auch zu Gelenkzerstörungen führen. Wir sehen das auch, eigentlich in jeder Lebensphase. Und das hat dann mehr damit zu tun, dass es um Störungen vom Immunsystem geht. Das sind Autoimmunerkrankungen in den häufigsten Fällen. Beispiel ist die Rheumatoid Arthritis, das ist die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung. Da richtet sich gewissermaßen ein Immunsystem vom Mensch gegen die eigenen Gelenke. Ein bisschen ähnlich, wenn man da bei anderen Erkrankungen kennen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose. Also da können wir doch eigentlich gerade rasch einen Blick auf das autoimmunbedingte entzündliche Rheuma werfen, also zum Beispiel auf Morbus Bechterew oder Psoriasis, Arthritis etc. Ja, dort haben wir die Entzündungen an der Wirbelsäule. Sie geht dort meistens aus unten bei den Kreuzbein-Darmbein-Gelenk, steigt auf, sind Gelenk betroffen, aber auch die Wirbelkörper selber, die Bänder sind betroffen. Und wenn man das unbehandelt lässt, kann es dann auch mit den Jahren zu Verstiefungen von der Wirbelsäule führen. Und auch diese Patienten haben an den peripheren Gelenken nicht selten auch Entzündungen. Das, was man im Volksmund als Gelenksrheuma bezeichnet, das sind vereinfacht gesagt einfach Entzündungen von den Gelenken. Also wenn man im Volksmund mit Gelenksrheuma bezeichnet, ist schon in erster Linie, denkt man an Entzündungen von Gelenken. Im weiteren Sinne sind es aber all die Erkrankungen, die wir schon angesprochen haben, wo halt eben auch Arthrose man kann und bei Gelenkrheuma unterordnen. Und gegen Arthrose kann man etwas unternehmen? Nein, Arthrose ist leider so, dass, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es gibt bis heute keine Interventionen, wo man das Fortschreiten vom Degenerationsprozess hemmen kann. Es gibt gewisse Ausnahmen, zum Beispiel Knüarthrose. Da weiss man, wenn man eine Gewichtsreduktion macht, dann wird so eine Arthrose langsamer fortschreiten. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie den Steg von der Arthrose komplett mit etwas unterbinden kann. Aber man hat sehr viele Möglichkeiten, vorher eben zu intervenieren, damit man die Funktion von so einem betroffenen Gelenk trotzdem noch fit behalten können. Und da meine ich, ist es ganz wichtig, dass man einfach sehr viel von den Registern, die man zur Verfügung hat, zieht tut und vor allem gleichzeitig. Also bei so einem Gelenk oder dass man sich überlegt, was kann man trainieren, spritzen. Dass man sich überlegt, was kann man für Medikamente einsetzen, die die Schmerzen lindern, die Funktion verbessern. Dass man sich überlegt, was kann man für physiotherapeutische Massnahmen treffen, um schmerzhafte Weichteilstrukturen anzugehen, um Muskulatur zu kräftigen, dass die Gelenke wieder besser geführt sind. Was für Aktivitäten man ausüben tut, das eben bei einem Knie Velofahren. Man kann Massnahmen treffen, dass der Betroffene das Gelenk besser spürt, selber muskulär ansteuern kann, zum Beispiel mit einer elastischen Kniebandage. Man kann sich überlegen, ob man eine Einlage einsetzen, so dass die Teile vom Gelenk, die mehr belastet sind, ein bisschen entlastet werden. Was für Schuhwerk, das ein bisschen Stossdämpfer tut. Einfach all diese Massnahmen, das ganze Konzert, sollte man gleichzeitig zur Anwendung bringen. Wenn man das macht, kann man meistens gleich sehr viel erreichen. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass Untersuchungen bei Zwillingen gegeben haben, dass die Ursache für entzündliche Rheumaerkrankungen nur zu 30% genetisch und zu 70% vermutlich auf falsche Ernährung
und virale oder bakterielle äußere Einflüsse zurückzuführen sind. Sehen Sie das auch so? Ich denke, das ist richtig so. Also gut, einer von den wichtigen Einflüssen ist zum Beispiel Luftverschmutzung und ganz besonders das Rauchen. Also Rauchen haben ganz klar häufigere rheumatoide Arthritis als ein Nichtraucher. Und spannend ist auch, dass in Ländern mit viel Luftverschmutzung man häufiger die Polyarthritis antrifft, wie jetzt in anderen industrialisierten Ländern, wo man eben nicht die Luftverschmutzung können reduzieren. Welchen Einfluss hat denn die Ernährung? Ernährung weiss man, dass gewisse Nahrungsmittel eher ein bisschen entzündungsfördernd sind. Andere Nahrungsmittel tun eher ein bisschen hemmen. Man weiss auch, dass wenn man viel isst, wenn man Gewicht gewinnt, das ist eher entzündungsfördernd, wohingegen Fasten Entzündung lindern tut. Aber es ist nicht so, dass man jetzt mit diätetischen Massnahmen kann verhindern kann, dass so eine Erkrankung auftritt. Und es gelingt auch nicht, dass man zum Beispiel eine Polyarthritis genügend kann, allein mit diätetischen Massnahmen supprimieren. Aber Diät gehört eigentlich immer ins Behandlungskonzept von so einer Erkrankung. Bei all diesen verschiedenen Formen von Rheuma stellt sich jetzt natürlich die Frage, kann es denn auch sein, dass man nicht nur an einer Art von Rheuma erkrankt, sondern dass gerade mehrere Formen zusammenkommen? Viele von unseren Patienten haben tatsächlich Kombinationen. Also sie haben zum Beispiel gewisse degenerative Gelenkstörungen. Dann gibt es Patienten, die Weichteilstörungen um die Gelenke herum haben. Es gibt Patienten, die Sehnenprobleme auch haben. Und dann haben es Patienten, die Muskelreaktionen dazukommen mit Überempfindlichkeiten. Dann müssen wir bei jedem Patienten einfach super analysieren, was das Hauptproblem ist. Und dort mal primär dran gehen. Und aber sehr oft stoßen wir dann auch auf weitere Probleme, die wir natürlich auch gezielt versuchen anzugehen. Ist es dann nicht auch so, dass Patienten häufig zu spät zu ihnen kommen, weil sie sagen, ja, es tut zwar ein bisschen weh, aber das so schlimm ist es dann auch nicht? Also bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen, die wir angesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass wir Patienten oft zu spät sind. Nämlich dann, wenn die Entzündungen bereits schon gewisse Gelenkschäden gesetzt haben, also wenn die Patienten sogenannte Sekundärarthrosen haben. Und das ist dann schade, oder? Weil wenn schon mal Arthrose da ist, dann kann man auch mit der besten entzündungshemmenden Behandlung halt so oder nicht mehr wenden. Wenn wir früher behandeln können, dann haben wir erstens sind die Gelenke noch intakt. Durch eine gute Entzündungsunterdrückung bleiben die erhalten. Und zum anderen ist es ein bisschen ähnlich wie der Krebsbehandlung. Bei der entzündlich rheumatischen Erkrankung ist das Ansprechen auf eine gewisse Therapie umso besser, je früher wir mit dieser anfangen. Also wenn wir im ersten Jahr von einer entzündlichen Gelenkerkrankung mit unseren entzündungshemmenden Medikamenten kommen, haben wir viel bessere Aussichten, dass man diese Erkrankungen zum Einschlafen bringt, wie wenn wir das erst 2, 3 oder 4 Jahre später machen tun. Bei den entzündungshemmenden Medikamenten reden wir dann von Infiltrationen? Nein, das wären die Medikamente zum Schlucken oder zum Spritzen. Ähnlich wie Diabetespatienten, man spritzt sie tot meistens. Und eine Infiltration kommt wann ins Spiel? Infiltrationen machen wir immer dann, wenn jetzt ein einzelnes Gelenk besonders entzündet ist. Oder wenn es darum geht, eine Überbrückung zu machen, bis die Tabletten oder Spritzen, die wir in die Haut machen, dann wirken tun. Und sehr oft brauchen wir Injektionen auch, wenn es um die Behandlung der Arthrose geht. Also wenn ein gewisses Gelenk gereizt ist, wenn sich Flüssigkeit drin bildet, wenn Nachtschmerzen entstehen oder es warm geschwollen ist, dann bringen wir sehr viel an mit den Gelenkinjektionen. Das ist dann meistens Cortison, das man in so einer Situation anwendet tut. Wenn aber der Knorpel noch einigermaßen erhalten ist und es mehr um Belastungsschmerzen geht, dann tun wir auch Hyaluronsäure oder auch Eigenblut in die Gelenke spritzen. Dann haben wir nicht so einen schnellen Effekt wie beim Cortison, aber wir haben einen Effekt, der länger anhalten tut.
Typischerweise geht es so 2 bis 3 Monate, bis wir die maximale Wirkung haben und dann klingt es wieder allmählich ab. Ich höre in letzter Zeit immer wieder Sätze wie «Ja weiss, sie hat darum eben Weichteilräume, da kann man halt nichts dagegen machen». Was ist denn eigentlich Weichteilräume? Ja, also Prototyp von der weichteilrheumatischen Erkrankung ist Fibromyalgie-Syndrom. Also dort, wo Weichteilschmerzen am ganzen Körper entstehen. Und das ist tatsächlich ein Schmerzzustand, der schwieriger zu beeinflussen ist, wo wir aber schon Optionen haben, dass die Betroffenen mit dem besser umgehen können. Es ist ein Zustand, wo die Weichteile überempfindlich werden. Also wenn Sie bei einem Betroffenen auf die Weichteile drücken, zum Beispiel sagen wir, beim Ellbogen oder ums Becken, um den Schultergürtel herum, dann löst ein Druck, der bei einer gesunden Person nicht einen Schmerz macht, löst einen relativ starken Schmerz aus. So leiden die Patienten dann dauernd unter einem Schmerzzustand, der oft den ganzen Körper betrifft. Und das andere, was auch schwierig für die Betroffenen ist, sie haben oft Schlafstörungen, sie sind mehr müde, haben einen Energiemangel und können auch weitere Symptome da sein, wie Kopfschmerzen oder Bauchbeschwerden, Überempfindlichkeit auf Nahrungsmittel, also sogenannte Sensibilisierung auf diverse Umweltreize. Das ist also da, was das Krankheitsbild umfassen tut. Ja, und ist es dann so, dass Weichteilräume tendenziell zunimmt? Oder kann man das nicht so sagen? Das ist etwas, was wir relativ oft sehen und wo wir auch realisieren, dass es mit Stressbelastungen der Betroffenen zu tun hat. Also nicht selten haben so Patienten aktuell oder in der Vergangenheit einfach hohe Stressbelastungen, mit denen sie umgehen müssen. So gewissermaßen einfach der Körper, der dann sagt, jetzt ist zu viel. Und dann sucht der Körper einfach quasi das Ventil und dort bricht dann die Krankheit aus. Ja, Ventil würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist eine Art Alarmsignal, oder, das er schickt. Und gewissermaßen auch ein Signal, das er den Betroffenen halt hemmen tut. Wie es ja letztlich dann dazu führt, dass die Leute ihre Aktivitäten einschränken müssen, auch freiwillig. Als einer, der ja immer gerade direkt zur Schulmedizin greift und sogar bei einem kleinen Speisen schwere Schmerzmittel oder sogar Oxynorm einwirft, will ich jetzt gleich noch fragen, ob es dann auch Alternativen gibt. Ich sage jetzt einfach mal, provokativ Notfalltröpfe, Bachblüten oder Kügelchen? Ich will jetzt aber schon gerade zu dem Oxynorm noch mal zurückkommen. Und zwar will ich mal sagen, also wenn man bei so einem Weichteilrheumatismus so etwas anwendet, ist nach meinem Dafürhalten eigentlich ein Kunstfehler. Und zwar will, also zum einen haben so potente Opioide fast keine Wirkung auf diese Art Schmerzen. Und zum anderen weiss man, das ist eine chronische Erkrankung, also wenn man Opioid über Jahre anwendet tut, läuft man ins Problem, da die Medikamente sogar von sich aus Schmerzen generieren. Das ist dann die sogenannte opioidinduzierte Hyperalgesie. Und das ist ein Schmerzzustand eigentlich schon ganz ähnlich vom Mechanismus, wie eben der ist bei so einem weichteilrheumatischen Schmerzsyndrom, bei so einer Fibromyalgie. Also man tut mit dem Medikament eigentlich genau das Problem von der Erkrankung noch verstärken. Und darum, also ich meine, das ist eigentlich verboten, so ein Medikament anzuwenden. Ja, aber ich hatte es ja gehabt, weil ich zweimal innerhalb von 10 Tagen den Rücken operieren musste. Ja, also da ist das absolut berechtigt und auch sinnvoll. Oder? Also wenn jemand einen Wirbelbruch hat oder einen anderen akuten Schmerzzustand, sind das ganz segensreiche Medikamente. Aber ich habe einfach gefunden, es ist wichtig zu realisieren, wenn man es mit einem chronischen Schmerzzustand hat und vor allem mit so einem weichteilrheumatischen, dann haben so Medikamente nichts zu suchen. Also man kann auch die Ärzte fragen auf diesen Methadonabgabestellen. Ich finde das extrem eindrücklich. Die meisten, die dort über Jahre kommen, das Zeug holen, die entwickeln mit der Zeit am ganzen Körper Schmerzen. Und das ist ja wirklich nicht, was wir in der Rheumatologie dann wollen, da man einfach noch einen anderen Schmerzzustand aufpfropft. Also wäre die richtige Frage gewesen, kann man mit starken Medikamenten, mit Opiat, etwas erreichen? Also bei dieser Erkrankung nicht. Ich meine, es ist verboten.
Und dann aber ist die andere Frage eben eine Alternative. Ich meine jetzt nicht eine Bachblüte. Aber es gibt so gewisse Säulen von der Therapie von diesen Erkrankungen, die sich doch recht bewähren. Also eine ist Ausdaueraktivitäten. Wenn die Betroffenen regelmässig Ausdaueraktivitäten betreiben, also irgendetwas machen, zum Beispiel Nordic Walking oder Velofahren oder sogar Joggen, ich sage immer mindestens 3,5 Stunden pro Woche in der Intensität, wenn man ein bisschen außer Atem ist und in die Schwitze kommt, dann kann man die Schmerzempfindlichkeit reduzieren. Auf eine ganz natürliche Art. Als Beispiel sind Fußballer. Fußballer haben ja die allermeisten zerstörte Knie. Und ich finde es ganz spannend, wie die da aushalten. Und ich denke, der Hauptgrund, warum Fußballer sein zerstörte Knie aushalten und damit spielen kann, ist, weil er einfach von morgen bis zum Abend das Rennen trainieren tut. Und das Lustige ist, wenn die Karrieren dann fertig sind, dann halten die Sportler plötzlich ihre Knie nicht mehr aus, kommen kaum mehr Stegen auf und ab. Und das ist einfach, weil ihnen dann das Training fehlt und darum die Schmerzschwelle wieder sinken tut. Ja, aber mit verschärftem Training steigt doch auch das Entzündungsrisiko und somit kommen dann neue Gebreste. Ich habe da ganz moderate Aktivitäten aufgezählt. Also mit ein bisschen Nordic Walking werden sie sich nicht neue Gebreste holen. Und das ein bisschen Velofahren würde ich jetzt also auch nicht meinen. Jogging oder rate ich jetzt ab, wenn jetzt jemand Knieartosen oder so hat, ist das natürlich nichts Vernünftiges. Aber also sonst denke ich, und das ist natürlich auch eine von unseren Aufgaben, oder, dass wir versuchen, für die Betroffenen eine Aktivität zu finden, die sie gut realisieren können. Aber wenn ich jetzt meiner Schwiegermutter sage, geh doch einfach ein bisschen walken, dann scheitert sie ja schon an der Krankheit selber, die sie in dem Sinn verunmöglicht. Ja. Muss man dann schauen, aber eben vielleicht kann ihre Schwiegermutter ein bisschen schwimmen gehen oder so etwas, oder? Da ist sie schwerelos und kann sich dort trotzdem bewegen. Zum Beispiel AK-Training wäre eine Möglichkeit. Muss man einfach ein bisschen schauen. Aber ich meine, da eben gerade für so Leute sehr wichtig ist, in Bewegung zu bleiben. Das war jetzt eine der Komponenten, also es gibt noch andere. Also bei einem weichteilrheumatischen Syndrom oder wenn man sieht, dass auch mit Stress zu tun hat, meine ich, sind Entspannungstechniken etwas sehr Wichtiges. Also autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation ist etwas Gutes. Und generell natürlich, dass die Leute schauen, dass sie einfach die Stressbelastung vom Alltag reduzieren. Hausfrauen zum Beispiel, oder, wo ich sagen muss, jetzt muss man einfach ein Fenster schaffen, wo man mal einfach eine halbe Stunde am Tag für sich ein bisschen Ruhe hat und für sich schauen kann. Das ist vielen Leuten gar nicht so selbstverständlich. Wenn wir jetzt mal 50 Jahre zurückschauen, was hat in der Rheumatologie für eine Entwicklung stattgefunden? Ja, ich glaube, am ehesten sehen Sie es, wenn Sie würden im Wartezimmer schauen würden. Also wenn Sie bei einem Rheumatologen vor 50 Jahren im Wartezimmer gesessen sind, haben Sie gesehen, dass da ein paar im Rollstuhl sitzen. Und wenn Sie heute in ein Wartezimmer gehen von einem Rheumatologen, sehen Sie eigentlich keinen Rollstuhlpatienten mehr. Und also Hauptgrund für das ist, dass man eben geschaffen hat, die entzündlichen Gelenkerkrankungen so zu behandeln, dass es nicht mehr zu Gelenkzerstörungen gekommen ist. Und der andere Grund ist natürlich auch Chirurgie, oder wo die Möglichkeit eröffnet, die Kunstgelenke einzusetzen, wenn durch Arthrose oder andere Störungen Gelenke Funktion nicht mehr erfüllen. Aber die Möglichkeiten haben sich ja enorm entwickelt. Also Möglichkeiten haben sich extrem erweitert, eben bei den entzündlichen Erkrankungen durch die Medikamente, die gezielt in den Entzündungsprozess eingreifen. Also wir arbeiten es nicht nur bei einer rheumatoiden Arthritis, sondern eben auch bei einer Bechterew-Erkrankung, bei einer Psoriasis-Arthritis. Also eigentlich bei den meisten von den entzündlichen Gelenkerkrankungen schaffen wir es, die Erkrankungen zum Stoppen zu bringen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel gewisse Kristallkrankheiten, wo man da nicht hinkriegt. Pyrophosphatablagerungserkrankung zum Beispiel. Aber also bei den meisten schaffen wir das. Also da hat wirklich
unsere Tätigkeiten komplett geändert, damit wir da echt etwas den Patienten anbieten können. Bei der Osteoporose meine ich auch, dass wir grosse Fortschritte erreicht haben. Also wir arbeiten heute mit Medikamenten das Knochenbruchrisiko bei den meisten von den Betroffenen etwa zu halbieren. Und das, denke ich, ist auch schon sehr ein grosser Fortschritt. Dann gibt es aber eben auch Erkrankungen wie die Arthrose, die ich Ihnen gesagt habe, also da warten wir noch drauf. Also wenn da mal jemand schafft, eine Intervention zu bringen, die wirklich das Fortschreiten bremsen kann, wird er den Nobelpreis bekommen. Was würden Sie heute als völlig utopisch erachten, wo aber in 20 Jahren State of the Art wird sein? Also bei den entzündlichen Erkrankungen fände ich so als Ziel, dass man im Grunde genommen, wenn jemand auf die Welt kommt, würden wir das Immunsystem analysieren, würden erkennen, dass aufgrund von der genetischen Faktoren, die jemand mitbringt, dass er sich in die Richtung von einer von diesen Erkrankungen entwickelt. Dann würden wir den Patienten identifiziert haben, würden ein regelmäßiges Monitoring machen und kurz bevor die Erkrankung ausbricht, oder, würden wir das schon erkennen, weil im Blut wir zum Beispiel die Entzündungszellen schon können detektieren. Und dann würden wir gezielt mit einer Therapie kommen, bevor es überhaupt ausbricht. Das ist einmal das eine. Wahrscheinlich muss die Therapie dann einfach weiterfahren und es kann sein, dass die noch über Jahre braucht. Das ist das, was mir nicht so gefällt daran. Darum, wenn wir also noch einen Schritt weitergehen, dann wäre das eine Intervention ins Immunsystem, die etwas macht, so wie eine Krebsbehandlung, da der Entzündungsprozess gewissermaßen eradiziert wird und wir nachher die Therapie nicht weiterführen müssen, sondern der Betroffene einfach gesund ist und die Entzündungserkrankung gar nie mehr kommt. Also da meine ich, wäre jetzt so etwas, was wir in der Zukunft wollen, im entzündlichen Bereich. Und bei der Arthrose ist es natürlich ähnlich, oder? Dass wir schon wüssten, da ist jetzt auch jemand, der dazu neigt. Da würden wir vielleicht ein Gelenk ganz genau untersuchen, ob die Anatomie begünstigt, dass sich eine Arthrose entwickelt. Wir würden aber auch die genetischen Faktoren würden wir anschauen. Und dann könnte man vielleicht in so ein Gelenk etwas drin spritzen oder man könnte chirurgisch die Form ein bisschen ändern, einfach dass das Problem nicht auftritt. Also das meine ich, oder wer da, was wir uns wünschen würden. Also das klingt jetzt nicht gerade so wahnsinnig spektakulär. Also ich würde sagen, ja, klar, logisch, so macht man das. Wo liegt denn das Problem? Woran hapert es denn, dass man das nicht schon längst macht? Ja, also bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, ja, wir haben einfach viel zu wenig charakterisiert, was wirklich das Ganze auslösen tut und das Ganze auch unterhalten tut. Wir schaffen es nicht einmal, also das ist das, was mir immer noch sehr weh macht, wenn so ein Patient kommt, oder ich kann nicht beim einzelnen Patienten vorhersagen, welche Therapie für ihn jetzt die beste ist. Also Kollegen, oder, die Krebsbehandlungen machen, die machen eine Biopsie und die analysieren das Gewebe und wissen nachher ganz genau, welches Chemotherapeutikum da am besten hilft. Das schaffen wir noch nicht. Also da wäre jetzt so eins von diesen Beispielen, oder, das zeigt, dass wir schon gar noch nicht so weit sind. Und das Immunsystem ist auch etwas, das immer es kann ausweichen kann. Also wenn wir jetzt denken, wir gehen bei der rheumatoiden Arthritis auf eine von diesen Zellsorten losgehen, die der Rheumafaktor produziert, das sind B-Zellen. Da können wir heute, da haben wir einfach ganz genau die Zellen ausschaltet. Dann müssen wir immer wieder realisieren, es hat einfach noch andere Entzündungszellen, die dann trotzdem Entzündungsprozess bei vielen von den Patienten aufrechterhalten. Und wir wissen genau, also wir müssten eigentlich auch dort intervenieren und das schaffen wir bislang nicht. Also da steht uns schon noch recht viel entgegen. Haben Sie selber eigentlich auch rheumatische Anzeichen? Also ich habe gute Chancen, mal eine Fingerarthrose zu entwickeln, weil meine Mutter und mein Vater haben das. Sonst aber habe ich das Glück, dass in der Familie haben wir niemanden, der jetzt so entzündliche Krankheiten hat. Der Adrian Forster.
Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.